Böse sind sie uns ja nicht. Der Flachmann, das ist doch... Der Schrumpfkopf hat Einschüchtern und der hat noch Flachmann. Ihr seht, die ganzen Sachen, die bringen uns was, ne? Oh, wenn wir hier weg sind und wir endlich reisen können wieder, dann... Ja. Machen wir genau das. Übrigens, ich guck mal, schwarze Perle hätte ich halt für ihn, ne? Verstehst du nichts von dem, was ich sage? Was? Willst du tauschen, Dingi, ja? Homi, Dippi, Nuri, Dingi? Ja, Gippi, Dingi. Und du gibst mir auch Dingi. Was? Vielleicht, wenn ich langsam spreche? Was? Hallo, kleiner Gnom. Homi, Gaga? Was? Ich geb dir gleich Gaga. Ja, ja, ja. Das ist zwecklos. Wenn ich etwas von ihm will, muss ich ihm erst zeigen, was. Hack du. Ich kann ihm das nicht zeigen. Okay, super. Aber dafür bekomme ich von ihm jetzt was. Ein Poco-Pilz wieder? Also, den bekomme ich nicht von ihm, den Ivis. Ich muss jetzt hier zu ihm hin und meine Belohnung abholen. Oh. Khalil Kumpo. Dimi Khalil Kumpo. Was? Ach so, ja, ja. Khalil, dein kleiner Freund. Aha, ich verstehe schon. Wegen deinem Kumpel Khalil. Er hat mir diese Feder hier gegeben. Khalil gebe Feder? Tantan, Homi. Ulvi jetzt weiß, was ist mit Khalil. Ulvi danke Menschen und gebe schwarze Perle. Hast du vielleicht auch Hemden? Pechschwarzen. Menschenfreund, Ulvi gebe Hemden für Menschen. Danke, Kleiner. Sollen wir tauschen? Jip, jip. Ulvi tausche mit Menschen. Das ist super. Er hat einen Klingenring. Eine Schatzkarte. Die haben natürlich... Der hat fast alles, was ich auch habe. Aha. Gerade nur verkaufen. Fluchpuppen. Ein altes Schwert, ein Speer. Ein Krummdolch. Behalte ich mal. Gott. Ein Plankenbrecher. Ui, da bekommen wir aber Kohle. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Hunterfell. Ich lerne ja nicht, irgendwas herzustellen. Würgeranke. Schädelblüte, schwarzer Oleander, Pulvermond, Goldklee. Geisterplan. Schwertdorn muss ich nochmal zu mir nehmen. Gott, wir haben so viel Zeug. Den brauche ich nicht. Diese Musik macht mich gerade kirre. Ring des Diebes. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gut. Wir haben gut Geld, ne? Das macht mich glücklich. Wisst ihr was? Hass mich. Nein? Moment, ich hab's. Was? Kugeln, Goldbrocken, Kapermesser. Okay, und er hat einfach nichts dagegen. Gut, 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 gut. Kann ich ihm dann auch wieder verkaufen. Also die pechschwarze, schwarze Pelle, die kommt zu ihm da unten. So kann ich, dass man sie von ihm erhält, aber okay. Vielleicht habe ich da was für dich. Oh, Nuris Mila. Eine pechschwarze Perle. Homi kipita kopala. Nuris Mila. Tantan. Halpokumpo, pleso. Ein schwitziges, dreckiges Hemd für eine schwarze Perle. Naja. Miss Mila, Homi Kumpo. Ja, ja, vielen Dank, du Halsabschneider. Und viel Spaß damit. Jip, jip. Hag grande Kumpo. Schade, mit ihm können wir sonst nicht handeln. Was ich gerne machen wollen würde, ist...
Nichts. Hier gibt's nichts zu holen. Nichts. Nichts zu holen. 2 Perlen in 25 von den Dingern. Alles klar. Okay. Jetzt müssen wir nur noch... Das könnten wir auch machen. Ach, der ist hinter uns. Der Schatz des Gnomenfressers. Okay. Mal sehen. Hier steht vielleicht etwas. Wie durch ein Wunder überlebt... Ach so, ja. Da sind wir in die falsche Richtung gelaufen. Alles gut. Gut, dann haben wir das auch. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir unseren Schatz bergen, was auch immer da drin sein mag. Der sollte hier irgendwo sein, ne? Da. Hätten wir wahrscheinlich auch so sehen können. Aber ist ja nicht wild, komm. Ich finde diese Animation halt sehr lange. Aber man muss es sich auch mal gönnen, dann kann man einmal durchschnaufen. Ja, und sagen, gleich geht's weiter. Komm schon! Zack! Und da ist er. Mal gucken, was es gibt. Ich hoffe, was Gutes. Und 400 Gold, Diamant, eine Schale, ein Idol, noch eine Schatzkarte. Der Schatz im Meer. Ich gucken wir gleich mal. Okay, der ist da rechts. Wir müssen ja noch nach seinem Aurikulki suchen. Und wir müssen noch Treibholz suchen. Das ist halt auch noch so ein Ding. Bedeutet also, wir laufen dann in die richtige Richtung. Nehmen mal was zu essen. Ich habe ja ein paar Kugeln noch geholt zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Das ist noch ein Goldklee. Aber ich sehe verdächtig wenige Tempel. Nachladen. Termitenkrieger sogar noch. Hey, Kumpel. Oh, so viel Schaden machen sie jetzt auch nicht. Oder in Klammern nicht mehr, ne? Ach, verdammt. Passt. Ja, im Meer bedeutet tatsächlich links von uns. Da gehen wir gleich hin. Wir gucken uns erstmal hier um, weil die haben anscheinend was geklaut. Von unseren Kumpeln. Ach, verdammt. Aber nachladen. Jetzt geht's mir besser. Jip, jip. Gucken wir mal, ob wir ein Aurikulki bekommen. Passt. Oh, eine Schwertlinge Wellentänze. Aber, ne, es gibt halt keine wirklichen Pistolen, kann das sein? Oh Gott. Zum Glück greift er mich nicht an. Zum Glück greift er mich nicht an. Wir bekommen ein bisschen Kohle. Hey, hi. Den einen hat es nicht erwischt. Na, da ist er. Die kleinen Diebe hier. Termitische Diebe. Leuchter, Gold, 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 Fackel, Gold. Eine Krone.
eine Blutwurzel. Und jetzt holen wir uns noch den Schatz. Und ich finde es ziemlich gut, dass wir uns jetzt so viele Sachen holen, denn wir können uns auch theoretisch auch nochmal verbessern. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da am klügsten runterfallen. Ohne gleich zu sterben. Ist das im Meer? Ah. Ich probiere es mal. Hab ich das überlebt? Nein. Ich würde es nicht überleben. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ich glaube, ich habe dem Typen ja die ganzen Lundensachen und so verkauft, ne? Okay, wir müssen über den großen Strand dann darüber. Das bedeutet, wir müssen eh... Ne, wir müssen nicht ganz. Doch, fast. Das ist kürzer. Denn wenn wir jetzt da... hinter uns laufen? Nein. Da lang laufen und dann hoch. Also können wir erstmal das Ding abgeben hier bei ihm, wo wir eh bei ihm sind. Hier, hast du deine Krone zurück. Ha? Mensch, bringe Zeki Aurikulki. Danke, Mensch. Zeki ist nun wieder richtiger Gnom. Nehme alles, was Zeki noch hat. Danke, die werden mir sicher weiterhelfen. Zeki helfe gern. Zeki glücklich. Sag mal, wie bist du eigentlich an deinen Aurikulki gekommen? Zeki war auf großer Reise um die halbe Welt. Habe getroffen viele Wesen und gesehen viele Dinge. Zeki habe gefunden Aurikulki in kaputte große Haus mit Türme von Menschen. Haus lag auf große Insel ohne Wasser. Kaputtes Haus mit Türmen auf Insel ohne Wasser? Du meinst doch nicht etwa das Schloss des Königs? Du hast dem König seine Krone geklaut? König? Ihn nicht kenne. Oh Mann. Kann es sein? Dass das vielleicht ein bisschen schlimmer ist, als man dachte mit ihm. Dass er den König beklaut, ist aber auch schon mutig. Okay, wir laufen jetzt einmal rechts lang, ne? Dann gleich wieder links. War das nicht so? Nee, hier sind wir richtig. Ach, da läuft er jetzt zurück. Ihm geht's gut, alles suppe. Alles super. Die kleinen Langfinger hier, ey. Aber ich mag sie. Die sind irgendwie süß. Man kann denen da auch gar nicht böse sein. Ich hasse diese Viecher. Hat ausgereicht, das dumme Ding, ne? Oleander, ein Krabbenstecher und ein Schatz. So, suchen wir weiter. Kann sich ja nur um Kunden handeln. Was gibt's denn? Ein Saphir, ein Kerzenleuchter, ein... Ich sag nur, wir haben über 6000 Money. So, jetzt müssen wir aber am Strand entlang gucken nach Treibgut. Meine Güte. Diese Sandteufel, ne? Ich bin sowas von froh, wenn wir die gleich los sind. Ja, wobei, ich glaube, Sandteufel werden wir nie wirklich los. Die sind halt immer da. Aber hier ist kein Treib. Doch, da vorne, oder?
Zistreibgut. Treibholz. 10 Stück davon. Oh ja, Moormeister. Na komm, nochmal. Lass es schmecken, Bruder. Krabbenfleisch. Nein, ich bin kein Krabbenfleisch-Fan. Weiß nicht warum. Hat mich, mich juckt mehr, glaube ich, Garnele als Krabbe. Und Sandteufel kann ich gar nicht ausstellen. Also, wenn es gutes Krabbenfleisch ist, kann es auch lecker sein. Gibt halt diese 0815 Krabbenfleisch-Dinger, wo ich mir immer denke, es ist halt keine Krabbe, ne? Ja, schon wieder so ein dummes Vieh. So, jetzt aber. Treibholzhemden, alles. Wir können ja hier nochmal durchlaufen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes. Aber ich bezweifle es. Hier waren wir eh schon, ne? Ja, hier waren wir eh schon. Gut, dann würde ich sagen, rüber zu unserem Freund. Der ist hier vorne. Ich glaub, am Ende hätten sich die Wege nichts gegeben, ne? Okay, hör mal zu. Dein Häuptling sagt, ich sei ab jetzt dein Matar. Khan sehr schlau, Khan wisse, Jaffa erwähle Mensch. Ist ja entzückend. Und wann wolltest du mir davon erzählen, dass ich von jetzt an dein Ausbilder sein soll? Mensch ist Freund, Mensch ist schlau, Mensch wisse, was mach mit Jaffa. Ja, ja, bau einfach keinen Mist, dann bleiben wir auch Freunde, klar? Jip, jip, Jaffa könne zeige Matar, wie er werde gute Tief. Tief? Was soll denn das sein? Tief könne öffne Truhe und nehme Dingi, ohne gesehen zu werden. War ja klar, dass du ein Dieb bist. Naja, vielleicht kannst du mir ja wirklich was zeigen. Eben. Oh. Kannst du mich zu einem guten Dieb machen? Jip, jip. Ich will ein Meisterdieb werden. Ich bin noch nicht... Ich will ein guter Taschendieb werden. Ich will ein guter Taschendieb werden. Jetzt können wir es ja lernen. Matar müsse vorsichtig sein. Am besten du lenke Opfer ab. Wenn er nicht aufpasse, du greife zu. Wenn du wolle sein besser, komme und lerne mehr Diebeskunst. Super. Hier hast du alles, was du haben wolltest. Ah, Jaffa baue Floß. Brauche einen Moment. Mensch, komme zu Weststrand. Ich warte. Weststrand nächste zu Takarigua. Sehr gut. Das ist unser nächstes Ziel. Jipp, jipp. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Taschendiebstahl ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss gerade mal gucken. Wo fällt Taschendiebstahl rein? Taschendieb... Ne, hier. Talente. Ja. Ne, Moment. Gerissenheit. Genau. Und genau, ist Diebeskunst. 65, das läuft. Jetzt sind wir doch ein kleiner Dieb geworden hier. Können wir eigentlich die hier beklauen schon? Dicky ist jetzt sehr glücklich. Oh nein. Okay, ich guck mal, ob ich noch was mit ihm verhandeln kann oder aushandeln kann. Wobei man ja immer wieder herkommen kann. Und dann ist gut. Sollen wir tauschen? Jip, jip. Da. Nö, der hat sonst nichts. Gut. Dann runter. Der müsste doch hier sein, ne? Er hat gesagt Westküste. Ich glaube, es wird ein bisschen weiter oben sein. Gut, dann laufen wir halt dahin. Ist jetzt auch nicht schlimm. Genießen den Sonnenuntergang. Man muss schon sagen, der Sonnenuntergang hier ist schon mal was ganz anderes. Finden wir hier noch was? Außer Oleander. Ein Krabbe. Na komm, dann machen wir jetzt fertig.
Er war daneben.